So, herzlich willkommen zurück zu meinem Plutonia 2 Let's Play. Ja, dann geht's schon in Level 27 namens Red Hot. Oh Gott. Interessante Musik. Ja, doch, sehr interessant. Rot und heiß. Na gut. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns hier so erwarten wird. Sieht ja auch wieder sehr toll designt aus. Ja, das vorige Level war ja richtig geil designt. Also das war ja sowieso das Geilste überhaupt. So, ach, ich habe jetzt gar nicht wegen Neshko weitergeguckt. Ich hoffe mal, dass es hier jetzt nicht Probleme geben wird wieder. Oh, cool. Das lohnt sich. Ich sag ja, das lohnt sich, da mal mit der Rakete reinzudrücken. Sieht auf jeden Fall cool aus, ja. Muss man schon sagen. Ja. War jetzt sehr easy, dieses Secret zu finden. So. Ne, 27 sind wir schon. So. Ja. Dem geht's nicht mehr so gut, wie es scheint. Okay. Wie viele Secrets haben wir überhaupt? 4. Und 200 Monster. Geht hier immer noch klar. So, naja, kommt drauf an, was für Monster. Es ist auch wieder so hübsch designt, muss ich ja sagen. Sehr edel. Oh, da war ein Pinky im Weg. Bam. Na, ist hier jemand? Nee. Ja nicht. Ein von diesen roten Dingen ist bestimmt auch das Secret. Würde mich nicht wundern, sowas. Ne, bisher nicht. Was haben wir denn hier? Interessant, interessant. Gut, gehen wir mal weiter. Das habe ich jetzt getan. Du musst mal sterben. Nein, 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 oh, nein, 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 stirb doch bitte mal. So. Ach, nicht so gut, Dolly. Ja, genau, perfekt. Oh, hi. Hi, Gegner Lee. Okay. Sehr schön. Ihr macht das schon, ihr macht das schon. So. Da ist noch eine Tomate. So. Ich komm da mal vorbei. Ja, das können wir schon mitnehmen. Und du brauchst noch eine Shotgun. Dann haben wir dich. Nee, eine Plasma brauche ich nicht. So, so, ja, gut. Ein Manko? Da komme ich aber so nicht ran. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Ich weiß, dass da ein Shelter war, aber ich will erstmal den Rest abgucken. So. Okay. Wird wohl auf Schalter hinauslaufen. Ja, ja. Oh! Da war ein Imp zwischen. Nice, nice. Oh, da war nicht ganz einverstanden mit. Musste sein. Ich musste dich ein bisschen kitzeln, das nützt nix. Auch einmal geht noch, komm.
So. Gut, dann müssen wir wohl mal diesen Schalter hier drücken. Oh ja, da kommt schon wieder welche. Weg mit dir. Nein. Teleportiert den noch mehr rein. Hier. Ach, verdammt. Ja. Jawohl. Und jetzt der Manku. Na komm. Jawohl. Sehr schön. Oh, das sind ein paar mehr. Noch einer. Okay. Ah, da ist er ja schon. Und ihr noch. Wie, du lebst noch? Sicher mal gar nicht ein. So. Ah, da. So, was haben wir hier Schönes? Hier ist noch ein Imp am Leben. Da wollen wir ihn mal töten. Ganz klare Sache. Einfache Geschichte, ne? Ach, hier teleportiert schon wieder was rein. Sieht auf jeden Fall wieder sehr geil aus, das Level. So, weg mit dem. Gut, die gehen alle nicht. Da braucht man den blauen Schlüssel für. Okay. Ja, okay. Ja, da war ich einen blauen Schlüssel für, ich weiß. So. Gut. Hier ist auch nichts weiter. Gut, dann werde ich wohl erstmal da weiter müssen, schätze ich. So. Was? Hier ist schon wieder Scheiße am Dampfen. Oder? Oh Gott. Sind wir echt erschrocken eben. Oh. Ah, deswegen konnte ich mich nicht bewegen. Scheiße. Ja. Perfekt. Ja, ouch, Aim soll jetzt gerade mal nicht greifen. Ja, horizontale Korrektur beim Auto-Aim. Das ist eigentlich eine Sache, die ich nicht unbedingt möchte. Na gut. Aber horizontal ziehen kann ich deutlich besser selber als das Auto-Aim. Oh, ich habe gerade wieder ein neues Secret geöffnet. Aber ich möchte es effizienter nutzen. Ist hier nicht noch so ein Hello Kitty-Pflaster irgendwo? Nein. Ich glaube, wir haben keines mit zurückgelassen. Ach nö. Ah, hier sind aber noch... Oh, hier sind aber noch Gegner aufgetaucht. Das war ja sogar sinnig, mal hier aufzukreuzen nochmal. Sterb doch mal. Wir müssen doch irgendwie hinkommen. Das ist doch das Secret aus da. Wir müssen auf jeden Fall noch... Wie viele sind denn da? Bitte. Noch einer. Wie viele das sind. Krass. War's das oder kommt da noch mehr? Da müsste man doch irgendwie hinkommen, oder? Das ist ja echt... Ach nee, das war nur das hier. Ah, da ist noch einer. So, okay. Dann müssen wir aber nochmal zurück. Da kommen wir bestimmt auch irgendwann hin. Da sind noch Shane Guns. So, zack. Okay. Oh, hier ist ein Pflaster. Und ein Raketenwerfer ist da auch. Kommen wir denn an all das ganze Zeug ran? Boah, hier wimmelt das vor Zombies. Das hört man. Na gut. Zweites Secret. Da ist ein Raketenwerfer schon wieder.
Ach, jetzt sind die Leichen schon wieder da oben. Ja, das ist echt nervig. Und du auch noch, komm. Nawohl. Hier war doch wohl irgendwo noch Schenk an Ammo gewesen. Sehen wir doch nix. Hier war doch irgendwo. Na also. Meine ich doch. Okay. Zurück. Zack. Speichern. So. Kann man das rote Dünse laufen? Oh, da ist schon wieder eine Tomate gekommen. Aber gleich Schrot ins Gesicht drücken, ne? Herzlichst Empfang mit Schrot eben. So. Oh Gott. Ah, man kann hier drin laufen. Das ist gut. Okay, Ah, diese Dinger da oben. Oh nein, da hakt man normalerweise nicht fest. Das kommt von Nashcore. Ja, da muss ich echt mal gucken, dass man das irgendwie rauskriegt. Irgendwie ist das ziemlich blöd, aber wenn ich da mich die Sachen dafür entferne, meckert darum, dass er die Sachen nicht mehr findet. Das ist ein bisschen scheiße. Ja. Ein bisschen blöd. Und ich finde da irgendwie auch keine Verweise auf die Pakete. Beziehungsweise nicht Paket, auf die Klassen. Aber ja, das ist ein bisschen scheiße. Naja, gut. Das auch. Die bleibt da liegen, die Box. So. Interessanter Teleporter auch, sieht auch cool aus. Oh, cool. Sterb. Darfst auch direkt sterben, ne? Hättest du wirklich gedurft, also so ist das nicht. Ach, das ist so easy, Spinnen zu töten. Das ist so easy. Es gibt nichts Leichteres, als eine Spinne zu töten. Ach ja. Spinnen sind cool. Die gehen so leicht tot. So. Okay. Ach du Scheiße. Guck mal, die sind ein ernsteres Problem als eine Spinne. Das ist echt so. Fröhliches Segen, würde ich sagen. Ich finde das ganz schön umständlich mit der Säge. Ich brauche ein Berserk-Pack, eindeutig. Aber dafür Munition aufwenden, ist ja auch irgendwie bescheuert. Oh, fuck, ich hänge hier. Ne, ich hänge hier nicht. Ich dachte schon, die haben mich eingekesselt. Kommt in meine Säge. Die schmeckt so schön lecker nach metallischem Aroma hier, so. Oh Gott. Ja, schmeckt nach Metall, das ist doch lecker. Was gibt's denn dagegen auszusetzen? Aber was wir uns da einig sind, sieht man ja. Och nee, ich will die Box nicht mitnehmen. Lass mich mit der Box zufrieden. Oh Gott. Ja gut, das kann ich wohl nicht verhindern. Dann nehme ich jetzt wegen 4 Kugeln eine ganze Box auf mit 50 Kugeln und... Ey! Nicht das Härchen beißen. Habe ich euch denn noch nicht hier richtig erzogen? Ja, es ist so. Aber ich bin ja voll dran hier. Und mache euch jetzt erstmal handzahm. Na? Das ist halt die Holzhammer-Methode des Härchens, ne? Wenn das Hündchen nicht zahm ist, tötet man es einfach. Ne? Dann ist es zahm. Für immer und ewig. So. Also, ne? Wer sich bei mir beraten lassen will, mir einen Hund erzieht, ne?
Ja, der sollte sich mal bei mir bewerben. Und da liegt eine Faust. Jawoll! Das ist jetzt nicht der Ernst, ey. Ich sehe, die ist alle mit der Säge kaputt und hier liegt eine Faust rum. Och, Menno. Das frustet mich. Das frustet mich, wirklich. Das ist echt frustend. Ja, jetzt kriege ich Zombies, tolle Wurst. Das ist ja echt frustrierend. Naja, gut. Vielleicht ist da ja noch was Schönes für meine Faust drin. Na, da natürlich wieder nicht, ne? Obwohl... Aua! Fuck. Oh, diese Scheißleichen da oben. Sag euch das. So, nur aber. Die behindern echt die Scheißleichen da oben. Ja, so. Gut, aber wir haben es ja geschafft. Diese elenden Leichen. Oh, was? Bam. So, gut, hier ist nichts weiter. Was haben wir hier? Ein Hund haben wir schon wieder. Es lebt ja immer noch, das Mistvieh. Ich geb euch alle die Hand, ne? Ich bin doch eigentlich nur freundlich. Oh, noch. Aua! Hier, dein Kollege ist zerfetzt. Bam. Nur weil du sauer bist, dass dein Kollege zerfetzt ist, ne? Dann kriegst du halt eins auch aufs Maul, so. Dann hatte ich schon wieder eine Hand. Ja. Push mein Health auf 100, ne? Das darf man auch nie vergessen. Aua! Ich helf dir mal. So. Ey, stirb. Mach Schaden, Faust. Mach doch einfach Schaden. Ja. Gut, die Faust, die kann bei Zeiten auch mal ganz schön wehtun, wie man sieht. Aber da hinten ist ja auch noch Pflaster. So. Ja, das ist, wenn man sie nur benutzt, ne? Oh! Was willst du denn? Wolltest du den Schlüssel abhaben? Den kriegst du nicht. Es macht aber so viel Spaß mit der Faust. Ich muss es einfach sagen. Noch jemand, der aufs Maul möchte? Bestimmt, ne? Ah, bestimmt. Irgendwann kommt da was. Wozu Waffen, wenn man doch die Faust hat? Ach ja. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Und da ist ein Imp gekommen, glaube ich. Ich glaube, ich muss da mal ganz schnell zurück. Imp. Nein. Aber... Ach, da hinten. Bam! Boom! Ey! Wirst du wohl. Oh, cool! Das nächste Secret gefunden. Kam reichlich spät, aber ich hab's gefunden. So. Da-dam. So. Da komme ich immer noch nicht hin. Okay. Ja, dann müssen wir eh, glaube ich, wieder da zurück. Och nö, nicht hier schon wieder. Können wir euch nicht auch mit der Faust irgendwie töten? Nein, nicht wenn die Leichen da hängen. Ach, die Leichen, die gehen mir so auf den Sack. Gut. Dann halt so. Nützt nix. Ja. So, jetzt auf die... Oh, das nervt, ne? Ey. Boah, das nervt. Ich muss da unbedingt dran denken, dass ich da... Na, komm mal jetzt, wie das denn damit mal aufhört, weil das ist echt... Boah. Nee. Das ist echt nervig. Das geht jetzt so scheiße wieder, wegen der Score. Das ist echt ätzend. Ich komme nicht mal ran an die Gegner.
Das ist echt zum Heulen. Ach, jetzt war das schon... Ach Mann! Zwei Gegner sind jetzt so ätzend, weil du an diese scheiß Gegner nicht rankommst. Das ist keine Idee. Wo ist es denn jetzt noch wieder? Ach, komm, zeig mir, wo ist das? So. Billiert. Was? Ach, guckt her. Guckt euch das an jetzt. Hängen die Revenants auch nicht mehr da fest. Das ist ja auch lustig. Ah, ich hasse es so. Zwei Gegner. Ach, jetzt hat er den Fleck wieder umgestellt. Oh, ich krieg die Krise hier. So, jetzt Ruhe im Karton hier. Ich könnte gerade explodieren, wisst ihr das? Ist doch nicht... So, jetzt lass mich hier bewegen und es ist da hoffentlich kein so ein scheiß Feuerball mehr. So. Alter. Ey, es ist doch nicht wahr. Gut, den Flecker da drin. Meine Fresse. Echt mal. Das Scheiße. Da muss ich echt unbedingt mal gucken, dass ich das rauskriege. Das riecht einem ja... tierisch auf. Das ist echt so bitter, ey. Dürfte dezent wehgetan haben. Also meine Rakete meinte ich. Wie alles, die man Kuh hasst. Nee, so. Oh, da kommt noch einer zum Abschießen. Noch mehr Grillfleisch. Boah, das ist echt so ein Ding. Wegen dem Problem hängst dann, machst du die ganzen anderen Gegner und Massenhorden voll, ja, flüssig platt und so. Und an diesen zwei Gegnern hängst du hier bestimmt 5 Minuten auf, ey. Das kann einem ja auch aufregen, ne? Nur weil du dieses scheiß Problem hast. Ja. Ja, das ist echt so ein bisschen nervig, aber nur ja. Deswegen Neshko-Mod wegmachen will ich auch nicht. Ich muss ihn irgendwie mal manipulieren, dass dieses Problem wegkommt. Das wäre wirklich sehr hilfreich für mich. Ja, doch. Das musste jetzt noch sein, ne? Das konntest du nicht lassen. Oho. Okay. Ach, komm, stirb einfach. Machen ab. Mit Revenanz habe ich's heute. Jetzt kriege ich die nicht mal ohne Problematik tot. Nee, gut. Mit Revenanz habe ich's heute, hat keinen Sinn. Ich merke es schon. Dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Ach, komm. Stirb einfach, du Affe. So. So. Leute, das ist ein Schenker. Na, er ist tot. Sehr schön. Ach, das sind die wahrscheinlich von eben noch, ne? Jo. Ich speichere das mal eben ganz schnell.
Nee, nicht hier. Da. Nein, nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Ich will doch nur diesen Stand da haben, Mensch. So. Ach komm, was ist das denn jetzt schon wieder alles? Das ist doch gefaxt hier heute. Da wollte ich mich mit den Baronen schön anlegen. Oh. Sag mal, ey. Was sind das? Was ist denn das heute? Ist doch nicht wahr. Es lief anfangs so schön. Mensch. Und jedes Mal, wenn ich Probleme mit Neshko habe, dann klappt mir nichts mehr. Dann weitet es sich aufs ganze Ende des Levels aus, immer. Immer. Irgendwie schon. Wenn ich mich über Neshko aufrege, dann klappt der Rest nicht mehr. Krise, Krieg. So, okay. Müssen wir jetzt irgendwie durch. So. Vor allem immer diese doofen Revenants, ne? Immer die. Die sind die nervigsten Kandidaten neben Archvolts und Pain Elementals. Oh ja. Diese blöden Revenants, ey. Gibt kaum was Nervigeres. Jawoll! Lass mich mal durch da. Gott, was ist denn da los? Chain-Gunner-Alarm hier. Dabei mag ich die doch so nicht. Ich hasse Dinger. Ja, aber ich habe wenigstens einen Sniper-Chain-Gun. Das haben die Chain-Gunner nicht. Hm, da ist noch einer dahin, das weiß ich. Ne, ich speichere jetzt erstmal. So. Ja, da ist er ja. Da traut er sich hervor. Na, du bist jetzt nicht so die Gefahr. So, einmal abkratzen bitte. So, die ganzen Chainguns hergeben, Shotguns hergeben, dankeschön. So. Dann haben wir jetzt hier einen Schlüssel, das ist auch sehr schön. Oh, und hier waren noch die anderen Chaingunner. Ah ja, der habe ich ja schon Großteile vernichtet gehabt, das ist ja auch schön. Und hier ist nochmal Secret. Und dann haben wir sie auch alle. Sehr schön. Ja, die waren eigentlich relativ gut findbar, die Secrets. Okay, dann haben wir sie alle. Dann ist das Level durch, ne? Fast, ja, fast. Dann haben wir es ja fast. Gut, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich muss... So, ich muss... Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Wo war denn jetzt blau? Nee, hier auf jeden Fall schon mal nicht. Wofür brauchte ich jetzt blau? Für einen Anfang, glaube ich, irgendwo, ne? Ich glaube ja, irgendwo am Anfang war, glaube ich, blau, oder? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Ich höre hier noch Gegner vor allem. Aber wo ist jetzt blau zu machen? Und nächstes Mal werde ich echt mal nachgucken wegen der Score. Ja, das muss ich echt dran denken. Ah, hier ist blau. Damit, ne, das ist für euch eine Belastung, wenn ich mich aufrege. Und für mich ist es auch eine Belastung. Ach, du war. Du war ja klar, dass es dich noch geben wird, aber nicht mit mir. Du wirst abkratzen. Wobei das jetzt ein bisschen Overkill war für dieses eine Vieh, ne? Naja, gut, was soll's. Ja, und was soll ich jetzt hier? Kein Plan. Was ich jetzt hier soll. Warum bin ich jetzt hier? Ach so, deswegen.
okay. Oho. Dass es jetzt hier tief runter geht, ist der an, dass es im nächsten Level noch tiefer runter gehen wird, wenn das an dieses anknüpfen sollte. Jo, dann raus hier mit Gebrüll und so. Wo leben die denn jetzt noch alle schon wieder? Vielleicht kriege ich das raus. Mal gucken. Das ist eine ganze Latte, die da noch lebt. DT. Ich finde die hier noch. Da drüben. Was ist das denn alles noch? Ich glaube, wir schauen da mal nach. Das wollen wir ja wissen, denke ich, ne? Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah! Die schießt mich hier ab. Die sollen bestimmt teleportieren da. Naja, was denn sonst? Aber warum tun die das nicht? Das ist garantiert der Raum für die Monster-Teleporter. Oh. Es ist interessant, dass, und ich wette, dass das Problem auch bei dem vorigen Level galt, wo da auch noch was lebt. Es ist echt komisch, dass da einige nicht rüber teleportieren. Das ist vor allem deswegen scheiße, weil die sollten mir garantiert begegnen. Und dadurch hatte ich das natürlich einen Tick leichter, wenn die ganzen Viecher dann noch da drüben geblieben waren. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das ist anscheinend ein bisschen verbuggt. Keine Ahnung. Kann ich ja nichts für. Okay, aber ich will, dass die nicht leben. Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. So. Ne? Das nützt nur alles nichts. Und raus hier. So. Ja, das war Red Hot. Auch wieder sehr schön designtes Level, wie ich finde. Wobei ich Plutopia noch geiler designt fand. Also von der Thematik her. Toll designt waren sie beide, aber von der Thematik her. Und ja, fand ich Plutopia noch cooler. Aber natürlich war das auch sehr, sehr schön. Ja, im Moment sehr angenehme Levels, aber dafür ziehen sie mit dem Design an irgendwie. Ja. Und dann muss ich mal unbedingt wegen Nashgor mal schauen. Habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht gehabt. Da muss ich unbedingt schauen, weil das ist für mich nervig und für euch bestimmt auch nervig, wenn ich da jedes Mal Probleme mit diesem Scheiß habe. Es war ja sonst immer moderat und gut gelaufen, aber irgendwie habe ich jetzt Levels, wo mich das Ding konstant so richtig Probleme bereitet. Und ja, da muss ich echt mal gucken, dass ich da diese blöde Kollisionsabfrage und dieses blöde Ding davon lösen kann, dass die abschießbar sind und so. Das ist alles ein bisschen ungünstig, ja. Da muss ich echt mal gucken, dass das rauskommt und sich dem Original wieder fällt. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal mit The Blood Wall wieder. Bis dann, bye bye.